Hallihallo und herzlich willkommen zu meiner Antwort auf mein eigenes Video, genau genommen zu dem Kommentar von dem YouTube-Nutzer mit dem schönen Namen SGT1WSC. SGT1WSC, ich kann mir das so nicht merken, ich sage einfach mal der Typ. Der Typ hat ein sehr merkwürdiges Verhalten vom Wort, nicht Verhalten, ein sehr merkwürdiges Verständnis vom Wort kurz. Das, also das ist schon etwas länger als kurz. Wie auch immer, ich werde da jetzt mal detailliert drauf eingehen. Das ist mir zu viel, als dass ich das in einem kurzen Kommentar abgeben könnte. Und es ist definitiv auch irgendwo angebracht, das mal zu kommentieren. Also er schreibt zunächst mal, ich würde verlangen, dass für jeden Charakter in der Zukunft ein anderer Schauspieler gesucht werden soll. Nein, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass dass da neue Schauspieler eingebracht werden sollen. Ganz im Gegenteil, das wäre fürchterlich seltsam und verwirrend. Ich finde es schon schlimm genug, dass die jungen Schauspieler also aus der alten Zeit, also ne, von wegen First Class und so, dass die ihren eigenen älteren Ichs nicht wirklich ähnlich sehen. Das finde ich schon schlimm genug. Nein, es geht mir darum, dass einfach kein Altersgradient zu sehen ist. Die Zukunftsvision sollte ja, also die spielt ja tatsächlich in der Zukunft. Ja, und die Charaktere sollten vielleicht mal ein bisschen älter aussehen. Man kann die künstlich älter machen. Sie haben Patrick Stewart künstlich jünger gemacht für bestimmte Szenen. Warum nicht auch andersrum? Also Patrick Stewart muss man jetzt nicht unbedingt noch viel älter machen. Ich rede jetzt eher so von den anderen Charakteren. Der einzige Charakter, den sie älter aussehen haben lassen, ist Hugh Jackman. Ja, dem haben sie diese lustige kleine Strähne da reingemacht. Und das ist der einzige Charakter, bei dem es nicht passt. Das ist der einzige Charakter, der nun mal nicht älter wird. Wäre mal schön gewesen, sie hätten Halle Berry ein bisschen älter aussehen lassen, denn die müsste langsam ziemlich alt sein in dieser Zukunftsvision. Naja. Hugh Jackman hat Selbstheilungskräfte, wodurch er keine Falten, Rest ersetzt ein äußerst teuer. Der Film spielt höchstens 10 Jahre in der Zukunft, aber wirklich keine neuen Schauspieler. Ich verstehe nicht, wie man das einen stören kann. Große Kritikpunkt an dem Film. Also das ist natürlich in Zusammenarbeit mit allen anderen Sachen, ist das zusammen der größte, ist nicht alleine der größte Kritikpunkt, dass sie nicht älter aussehen, sondern dass das insgesamt nicht zusammenpasst. Und das ist nur ein Detail von den vielen, die nicht zusammenpassen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es genau gesagt wird, wie weit das in der Zukunft spielt. Entscheidend für mich ist, die Dystopie ist so krass. Die Entwicklung in der Technologie, die sie da zeigen, ist so gewaltig. Mir zu erzählen, das ist in ein paar Jahren so, ist ein bisschen mutig, finde ich. Die Tatsache, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem X-Men 3 spielt, The Last Stand, noch kein Wort über diese Sentinels jemals von irgendwem gesagt wurde und sie wären wirklich nützlich gewesen in diesen Kämpfen, zeigt mir eigentlich, dass die nicht innerhalb von ganz plötzlich jetzt innerhalb von ein paar Jahren so weit kommen. Okay, gegeben, das ist 10 Jahre in der Zukunft, dann halte ich es nicht für glaubwürdig an der Stelle. Also kannst ja eins aussuchen. Entweder ich finde es nicht glaubwürdig, dass die in 10 Jahren so weit kommen und die komplette Menschheit untergeht, weil das ist ja in etwa das Bild, was da gezeigt wird. Oder alternativ, das spielt halt in einer vernünftigen Zeitdimension in der Zukunft und dann ist es unlogisch, dass die Charaktere alle noch so jung sind. Ja, Professor X stirbt in X3 und sich aber Post-Credit Scene vom Last Stand anguckt, sieht man Charles Hirntoten, Zwillingsbruder aus den Comics, während er aus dem Koma aufwacht. Ja, das sind ja, also schön ist, dass der aus den Comics ist und nicht aus den Filmen, denn hätte man von diesem Zwillingsbruder nicht vielleicht schon mal in gewisser Weise irgendwie vorher hören sollen. Und ich meine mich auch zu entsinnen, dass der nicht aussieht wie Charles, sondern nur sehr ähnlich. Oder relativ ähnlich sogar. Aber angenommen, der sieht nach einer OP genauso aus wie Charles und hat zufälligerweise, ist er nicht nur hirntot, sondern auch die gleiche Querschnittslähmung und sitzt deswegen praktischerweise ebenfalls im Rollstuhl. Gegeben. Das eigentlich Schwachsinnige ist doch, wo war der in First Class? Da wird über die geschwisterliche Beziehung geredet, aber die erwähnen niemals den Bruder? Why? Das ist Quatsch. Das ist Unfug. Der kommt in den Comics vor, ja, schön und gut. Er kommt in X-Men 3 vor, aber nun mal nicht in First Class, wo er hingehört hätte. Und eine Erwähnung vorher an anderer Stelle wäre auch nett gewesen. Das ist nicht konsistent. Ja, und aus dem Koma aufwacht, wahrscheinlich hat Charles kurz vor dem Tod den Verstand seinem Bruder gegeben. Ja, das wird ja suggeriert, aber trotzdem wäre schön, da trotzdem mal eine vernünftige Erklärung zu haben und nicht dieses Soap-Opera-mäßige.
Wolverines Clown und Magnetos Kräften, stimmt, ja, danke. Danke, aber das mit Wolverines Clown hätte man wirklich echt mal, also bitte. Wofür haben sie ihn nie abgeschlagen, wenn sie einen Film später wieder dran sind? Das ist doch Blödsinn. Naja, gut. Hank war ursprünglich dafür gedacht, um die Kräfte der Mutanten außer Kraft zu setzen. Anscheinend kann es auch andere Verletzungen, wobei Kräfte von Mutanten keine Verletzungen sind, wie eine Querschnittslähmung, heilen. Wir wissen nicht, ob Hank dieses Mittel nicht nimmt. Doch, wir wissen, dass er es nicht nimmt, denn er kommt in den späteren Filmen ja auch nur am Rande vor, aber ist dann immer blau. Realität, dass sie ihn süchtig machen könnte. Witzig, das sind ja so schöne Vermutungen. So, ja, es könnte irgendwie doch schädlich sein oder. Wie wäre es mit einer Erklärung? Zumindest eine Erwähnung des Ganzen. Hank McCoy kommt erst im dritten Film vor. Und da wird nie ein Ton darüber verloren, dass er damals dieses mysteriöse Mittel, das Querschnittslähmungen heilt, erfunden hat und danach nie wieder darüber geht. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Schwachsinn. Das zu sagen, dass wir einfach nur nicht wissen, wieso er es nicht nimmt, ist zu sagen, uns ist egal, dass der Film diese Sachen nicht erklärt. Mir ist nicht egal, dass der Film diese Sachen nicht erklärt. Ich will eine scheiß Erklärung haben, warum etwas wie ist. Zumindest kurz. Ich erwarte ja nicht viel. Ich erwarte einen Nebensatz irgendwo an der entsprechenden Stelle, der das Ganze glaubwürdig macht. Moment, jetzt muss ich kurz, ich muss mir das markieren, sonst komme ich hier durcheinander. Nur begrenzte Mengen. Er ist Wissenschaftler, wenn, dann stellt er mehr her. Weswegen Trust die Mutanten möglich, dass er die Gefahrenkräfte erkennt und dass jemand wie Magneto ganze Städte zerstören könnte. Es gibt ja genug Charaktere, die einfach so irgendwie anfangen, Mutanten zu jagen. Eigentlich nicht so viele. Die meisten haben schon irgendwie eine Hintergrundgeschichte. Aber Trust braucht keine. Ja, der hat schon irgendeinen Grund dafür. Eigentlich finde ich sowas nicht katastrophal, ja. Was ich katastrophal finde, der Film spart sich Erklärungen an allen Stellen aus. Überall wird an den Erklärungen gespart. Ganz viele Dinge werden einfach nicht vernünftig erklärt. Und das ist wieder eine davon. Was hat Trust gegen die ganzen Mutanten? Das klingt jetzt böse, ja, aber im Kerne sind wir ja alle Mutanten. Er hat einfach nur keine Kräfte. Das ist Schwachsinn. Es ist nicht Schwachsinn. Ich will meine Begründung dafür hören. Ich will irgendwie eine Hintergrundgeschichte. Da ist noch nicht mal eine ausgefeilte. Nur irgendwelche kurzen Erklärungen. Was weiß ich? Magneto hat seinen Vater umgebracht. Scheiß drauf. Irgendwas, wo ich irgendwie vielleicht nicht ganz so klischeehaft dran festhalten kann. Die Sentinels aus den 70er Jahren haben noch nicht die spezielle DNA von Raven. Ja, ist richtig. Das haben wir ja gesehen. Deswegen diese Murder Sentinels, die nur mit einem großen Gewehr und einem Babyphone Mutanten aufspüren konnten, sehr schwach waren. Sie haben sie ja trotzdem schon präsentiert. Schon bevor sie Ravens, die haben sie da in den 70er Jahren präsentiert. Wegen den Szenen eines Angriffs von einem Mutanten an einer Stelle haben sie die Sentinels plötzlich nach vorne geschoben. Hier, guck mal, was wir haben, und sie funktionieren schon. Sie können aus irgendwelchen Gründen die anderen, die Mutanten aufspüren und sowas. Alles, das konnten die ja schon. Das Einzige, was sie nicht konnten, war, sich zu verwandeln. Aber sie waren schon komplett aus Nichtmetall. Sodass Magneto ja diesen umständlichen Weg gehen musste, was halt auch eher eine fragwürdige Geschichte ist. Aber ey, geben wir das dem Film, ist okay. Irgendwas muss er ja erzählen. Die Frage ist doch, die haben in den 70er Jahren die Technologie gehabt, diese Dinger mördergroß dahinzustellen. Wenn ich mich nicht völlig täusche, konnten die auch schon fliegen. Die konnten fliegen, die konnten schießen, die konnten Mutanten aufspüren. Das Einzige, was sie noch nicht konnten, war sich komplett verwandeln. Und das war Anfang der 70er Jahre. Und dann hat man gefühlt geschätzt 50 Jahre lang daran gearbeitet, bis man dann zu der Zukunftsvision kommt. Und in diesen 50 Jahren hat keiner davon erzählt, hat keiner dran irgendwie was mitgemacht oder sonst wie. Jetzt kommt die Begründung, die ich auch schon gehört habe, ja, Trask war ja tot in dieser Realitätszeitlinie. Und der war ja derjenige, der es gemacht hat. Ja, aber Trask hat die ganzen Pläne gehabt, die sind nicht zerstört worden in der alternativen Realitätszeitlinie. Und die Sentinels waren ja schon fertig in dieser Variante. Dann nimmt man einfach einen Reverse Engineer, nimmt sich die Pläne, baut das zurück und dann steht man genau da, wo Trask jetzt auch stand, nur ein Jahr später. Um mir zu erklären, dass es dann 50 Jahre dauert, um die Dinger von sind bereits ziemlich gute Killermaschinen zu, sind die absoluten Monster-Killermaschinen und wir produzieren sie in Serie tausendfach.
Glaube ich nicht. Ist Quatsch. Also das kann man auch einfach nicht so begründen. Das ist Unfug. Sentinels aus den 70er Jahren, Der Grund, weswegen die Sentinels aus der Zukunft so stark waren, Fähigkeit, Mutanten kopieren zu können, ja, das Anpassen und so weiter, bla bla. Hat sie nicht eingesetzt, weil sie nur sehr schwach waren ohne die DNA. Und die Regierung wusste, dass sie die Mutanten auf keinen Fall besiegen konnten. Die Regierung hat an verschiedenen Stellen gezeigt, dass sie glauben, dass man, keine Ahnung, mit Kugeln auf Mutanten schießen sollte oder ähnlich sinnvolle Dinge macht. Und es wirkt ja auch bei ziemlich vielen Mutanten ziemlich eindrucksvoll. Es gibt nur eine Handvoll Mutanten, die gegen solche Sachen immun sind. Und die Aussage, die Regierung wusste etwas, ist für diesen Film schon Schwachsinn. Die Regierung sind die letzten Vollidioten in diesem Film. Aber okay, die Regierung hat sich also gedacht, die Sentinels, obwohl wir sie noch nicht getestet haben, denn das ist in der alternativen Realität ja der Fall. In der alternativen Realität haben sie die Sentinels ja nie getestet. Wurde nie davon erzählt, dass da irgend so ein Sentinel-Programm läuft. Also diese Sentinels, von denen wir noch nie getestet haben, wie wirkungsvoll sie gegen Mutanten sind, obwohl sie schon gegen den mächtigsten Mutanten geschützt sind, den wir kennen, Magneto, diese Sentinels benutzen wir einfach nie. In keiner der Krisen, die in den anderen Filmen gezeigt werden. Klingt total glaubwürdig. Vor allen Dingen ist es ja auch nicht so, als wären diese Sentinels nur gegen Mutanten gut. Ich meine, das sind riesengroße Killerroboter, die fliegen können. Die können zwar nur Mutanten aufspüren, aber sie können normale Menschen immer noch ganz gut erschießen. Glaube ich nicht. Ist Quatsch. Es gibt auch Aufzüge, die nicht aus Metall bestehen. Ja, heute. Aber ist schon schwierig. Der Rest ist bestimmt auch außer der Reichweite von Magneto. Aha. Wurde während des Zweiten gebaut. Was das für eine Begründung ist, weiß ich nicht. Es gibt richtige Kunststoffpistolen. Hat man sie im Film niemals im Einsatz gesehen, kann ich sagen, ob diese töten können. Es gibt natürlich Pistolen, die komplett, wirklich 100% aus Kunststoff bestehen. Die schießen ein oder zweimal, dann sind die kaputt. Niemand gibt sowas einem Militärbeamten. Das ist Quatsch. Gibt dem Mann einen Schlagstock und einem Schlagstock, der komplett aus Gummi besteht, von mir aus Holz, prügelt es sich viel besser auf Magneto ein als mit jeder Schusswaffe, die du dir vorstellen kannst. Wobei 20 Patronen dies wahrscheinlich schaffen würden. Was für 20 Patronen, also... wie gesagt, 20 Patronen schieße ich nicht aus einer Kunststoffpistole. Funktioniert nicht. Aber, wie gesagt, über Technik muss man da ja nicht unbedingt streiten. Das ist halt eine alternative Realität, die mit unserer nichts zu tun hat. Und das, was mich stört, ist halt diese Suggestion. Also an verschiedenen Stellen wird halt so ein bisschen suggeriert, dass es schon wie unsere Realität ist. Gibt zum Beispiel die gleichen Kriege, wie wir in Wolverine 1 sehen. Aber andererseits auch völlig anders, weil Entwicklungen einfach völlig beliebige Zeitspannen brauchen. Leute erfinden Heilungsmittel für Querschnittslähmung und sagen keiner so was davon, solche Dinge. Wolverine wird in die Vergangenheit geschickt, weil er Selbstheilungskräfte hat, nicht weil seine Seele stärker ist. Naja, die Aussage, dass das nur am Körper liegt, wird so nie getätigt. Also es wird im Grunde ja gesagt, er ist derjenige, der es verpacken kann. Dass das eine körperliche Sache ist, wird eigentlich nie gesagt. Da wird im Grunde darauf angespielt, dass er im Grunde derjenige ist, der halt schon so scheiße alt ist und der Körper, in den er kommt, ist im Grunde der gleiche, wie der Körper, den er jetzt hat. Alle anderen, die man zurückschicken würde, wären ja erheblich jünger und sowas in der Richtung. Also es ist ein bisschen gewollt. Aber na gut. Wolverine holt tatsächlich nur Eric und Charles zusammen und wissen sich dadurch nur ein bisschen. Aber wie sollen Kitty und die anderen das wissen? Der entscheidende Punkt ist nicht, dass Kitty es nicht weiß. Natürlich kann Kitty nicht wissen, was in der Vergangenheit passiert. Sie hält ja nur gerade die Hände an Wolverines Schädel. Nein, das Entscheidende ist, dass für den Zuschauer zu diesem Zeitpunkt schon klar ist, dass die Ereignisse in der Zukunft keine Rolle mehr spielen, weil Wolverine keine entscheidende Rolle mehr bei den Ereignissen in der Vergangenheit spielt. Entweder alles klappt, beziehungsweise das kann man so eigentlich nicht sagen. Wir wissen zu dem Zeitpunkt, dass die Vergangenheit verändert wurde. Ob zum Besseren oder Schlechteren wissen wir nicht, aber es kann nicht die gleiche Zukunft passieren. Es ist nicht möglich. Das heißt, die Szenen in dieser Zukunft sind völlig irrelevant. Natürlich weiß Kitty nicht, dass das so ist. Aber ist ja völlig egal. Wir als Zuschauer wissen es. Wir als Zuschauer wissen, die Handlungen der Charaktere sind egal. Alles, was da in der Zukunft passiert, ist wurscht. Die Vergangenheit hat sich geändert, das ist eine Tatsache, und damit ist die Sache erledigt. Und dieser Show-Off ist unnötig.
oder ob Wolverine allein gegen Mystique, ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Weiß ich nicht, finde ich schon. Die Anfangsszene hätte nicht passiert sein können. Nein, und jetzt, ha, hier steht. Die Anfangsszene hätte nicht passiert sein können, ist meine Aussage. Sie ist passiert, wurde aber dann verhindert. Das ist doch Schwachsinn, mal drüber nachgedacht, was du da erzählst. Wenn die Szene passiert ist, dann ist sie eine Tatsache. Sie gehört mit zur Zeitlinie, gehört mit zu den Ereignissen der Zeitlinie und kann nicht nochmal verhindert werden. Wenn die Szene verhindert wird, dann gehört sie nicht zur Realität. Sie ist nicht Teil dieser Zeitlinie und dementsprechend ist sie nicht passiert. Genau, das ist ja der Punkt. Die Szene ist nicht passiert. Die Szene wurde uns nur gezeigt, um, das ist ja nur eine Exposition an der Stelle, für die Kräfte von Kitty, die sie völlig ohne Erklärung einfach so irgendwann bekommen hat. So, diese Szene ist nicht passiert, genau wie alle anderen Szenen in der Zukunft. Sie sind nicht passiert. Wir haben eine neue Zeitlinie, eine neue Realität, nur Wolverine weiß, was passiert ist. Alles andere ist nicht passiert und damit völlig egal. Natürlich konnte man das nicht anders, also es ging nicht anders. Man musste es da gewisse Teile daraus zeigen. Das Problem ist, die Art, wie es gezeigt wird, sorgt dafür, dass mir der Endkampf scheißegal ist. Der Endkampf in der Zukunft geht mir am Sack vorbei, weil der Endkampf in der Zukunft nicht passiert. Er ist nur eine theoretische Zukunft, die hätte passiert sein können, aber die Vergangenheit hat sich zu diesem Zeitpunkt schon geändert. Und auch wenn sie Wolverine sofort in den Schädel schießen und den grillen oder was immer ihn zerreißen, ist egal. Ist völlig wurscht. Denn die Vergangenheit hat sich geändert. Ja, das sollte man an der Stelle vielleicht klar halten. Sie ist passiert. Magneto hat gesagt, dass Wolverine vielleicht auch ihn brauchen wird, weil Raven ihm mehr vertraut. Zukunfts-Magneto kann nicht wissen, was er gemacht hätte. Halte ich für ein Gerücht. Also jeder, der einigermaßen auf sein eigenes Leben klarkommt, ist in der Lage zu überlegen, wie würde ich auf eine gegebene Situation reagieren. Wer das nicht reflektieren kann, ist ein Psychopath. Jetzt könnte man sagen, ja gut, Magneto ist ein Psychopath. Man schaut sich mal den Charakter an. Ja, aber zufriedenstellend finde ich das trotzdem nicht. Raven hatte eine Motivation, die sich am Ende geändert hat. Raven ist immer in Nicht-Mystique-Natur gelaufen, wann sie konnte. Sollte sie mit einem Flughafen im Blau rumlaufen, während sie die ganze Stadt nach ihr sucht. Nein, das ist zum Beispiel interessant. Die Frage, warum beschwere ich mich darüber, dass Mystique die ganze Zeit rumläuft als Jennifer Lawrence? Da kann man mir, glaube ich, gar nicht widersprechen. Die Tatsache, dass Mystique die ganze Zeit als Jennifer Lawrence rumläuft, ist der Tatsache geschuldet, dass Jennifer Lawrence momentan sehr viel Geld. Da war ein Autoschnitt in dem Programm. Tut mir leid. Ich fange nochmal an. Der Grund, warum Jennifer Lawrence die ganze Zeit als Jennifer Lawrence rumläuft, ist, Jennifer Lawrence bringt Geld in die Kassen. Das ist der einzige Grund dafür. Es gibt keinen storytechnischen oder vom Charakterhintergrund begründeten Grund. Mystique würde das nicht tun. Mystique würde natürlich auch nicht in Blau durch den Flughafen laufen, denn Mystique ist noch nicht gehirnamputiert. Mystique würde sich verwandeln in jemanden, den niemand erkennt. Sie kann sich in jeden verwandeln, also nimmt sie eine Person, die in der Messe untergeht. Sie nimmt nicht eine wunderschöne Frau, die von jedem Sack angesprochen werden könnte, der sich gerade dazu berufen fühlt und die insbesondere von all ihren Feinden erkannt würde. Sie würde ein Aussehen wählen, das niemand erkennt. Warum sollte Quicksilver nach seiner großen Szene noch dabei sein? Keine Ahnung, er ist ein unglaublich hilfreicher Mutant, eigentlich sogar einer der mächtigsten Mutanten überhaupt, denn faktisch grenzt seine Geschwindigkeit ja an Teleport und damit gibt es keinen Grund, warum er nicht so gut wie jedes Problem lösen sollte, das sich jemals bietet. Die andere Sache ist, im Film wird ganz klar suggeriert, dass Wolverine zu einem Zeitpunkt in der ursprünglichen Zeitlinie mit Quicksilver zusammentrifft und die beiden zusammenarbeiten. Warum kommt er dann nicht in den anderen Filmen vor? Das ist die Frage. Ja, wäre ziemlich naheliegend eigentlich. Aber okay, ja, okay, keine Ahnung, ist aus irgendeiner Logan-Zeit, als Logan aus irgendwelchen Gründen mit Leuten zusammengearbeitet hat. Obwohl er, keine Ahnung. Also, ja, was auch immer. Ja, was mich eigentlich stört, ist doch, das ist der coolste neue Mutant in dem Film. Und er hat die mit Abstand coolste Szene in dem Film. Und er ist nur für diese Szene da. Man hätte ihn hervorragend weiter mitnehmen können.
Wolverine und Charles haben keine Verwendung für ihn, dass ich nicht lache. Ja? Also muss er nicht mitkommen. Vielleicht hätte er sogar nur Scheiße gebaut. Ja, wir haben ja gesehen, wie viel Gutes Magneto beigetragen hat. Also anstatt einen Typen mitzunehmen, der mich vor tausenden von Problemen, unter anderem allen, die dann weiter im Spiel, im Film passiert sind, bewahren kann, nehme ich den Typen mit der zweifelhaften Psyche und dem Hass auf die Menschheit mit. Klingt total glaubwürdig. Charles war ein cleverer Junge. Außerdem hat er wahrscheinlich Schule oder muss arbeiten. Das ist sogar, die Aussage ist zu blöd, die kommentiere ich nicht. Als Schlusswort sage ich, dass dieser Film sein musste. Cyclops, Jean, Xavier, so viele wichtige und interessante Charaktere sind gestorben. Irgendwie mussten sie diese wiederbeleben, um die kommenden Filme nicht so grottenschlecht zu machen. Also bitte, grottenschlechter als der Film geht nicht. Aber okay. Zunächst mal ist es so, wenn wir annehmen, dass dieser Film dafür da ist, dass Xavier nicht tot ist, dann macht es keinen Sinn, dass Xavier in diesem Film als alte Person mitspielt, denn Xavier ist nicht tot. Xavier ist in den Körper seines Zwillingsbruders gefahren und offensichtlich wieder dabei. Wenn ich also diese Hanebüchen-Erklärung nehme, dann brauche ich nicht die Hanebüchen-Erklärung von diesem schwachsinnigen Film. Cyclops und Jean sind tot. Ja. Scheiß ich drauf. Ganz ehrlich, beide Charaktere waren eher nervend als sympathisch. Das Hin und Her zwischen Wolverine und Jean geht gar nicht in den Filmen. Ich sehe nicht, also das sind jetzt auch keine, weiß ich nicht. Also wenn ich für die nächsten Filme, anders, wenn ich tatsächlich auf die Idee komme, noch mehr Filme zu machen, dann ist es doch egal, ob ich da Cyclops und Jean drin habe. Also zu sagen, dass der Film sein musste, halte ich für großen Schwachsinn. Müssen muss hier gar nichts. Wenn ich sage, der Film musste sein, um die anderen Filme glaubwürdig zusammenzufassen, denn das würde ich gelten lassen. Die anderen Filme passen nicht zusammen, das ist klar. Das ist an verschiedenen Stellen, ist klar. Es gibt Widersprüche zwischen den Filmen, die nicht einfach gelöst werden können. Und wenn ich sage, ich habe diesen Film gemacht, um diese Widersprüche auszuräumen, dann habe ich ultimativ versagt. Dieser Film widerspricht an diversen Stellen den anderen Filmen. Sei es jetzt, dass zum Beispiel die Charaktere... was waren da jetzt alles? Jetzt habe ich meine Liste schon gar nicht mehr. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal ein paar Sachen aufgezählt. Bin ich mir nicht sicher. Es passt nicht... Das Stryker zum Beispiel. Stryker passt gar nicht in die Geschichte. Ich rede immer von der Alternativrealität, nicht von der, die am Ende des Films suggeriert wird. Stryker passt nicht vernünftig in die Geschichte und wird da auch nicht mit den anderen Filmen vernünftig zusammengerollt. Der Film beißt sich mit First Class an verschiedenen Stellen. Das beißt sich an so vielen Ecken. Die neuen Filme, da gibt's diverse Widersprüche zu diesem jetzt. Das geht nicht. Der Film bringt die Filme nicht zusammen. Und das habe ich erwartet. Ich habe erwartet, einen Film zu sehen, der es schafft, die anderen Filme zusammenzubringen. Aber wenn der Film schon damit anfängt, dass der den letzten Film widersprochen wird, denn gerade im letzten Film habe ich ja gesehen, dass erstens Charles läuft, oder? Ich meine, in der End-Credit-Scene sieht man Charles auch zu Fuß, also laufend. Da kann ich mich jetzt nicht, bin ich nicht ganz sicher. Ist lange her, dass ich die End-Credit-Scene gesehen habe. Ich meine aber, er läuft auf zwei Beinen und das passt schon nicht zu diesem Film. Aber viel schlimmer finde ich, Wolverine hat seine Klauen verloren und in diesem Film hat er sie plötzlich wieder. Und das ist schon so der elementare Bruch an der Stelle, wo die Filme einfach nicht zusammenkommen. Und an so einer billigen Stelle vor allen Dingen, denn es ist ja überhaupt nicht notwendig, dass er seine Metallklauen hat. Für diesen Film ist es in keinster Weise erforderlich, dass er die anfangs, also in der Zukunft, hat. Das Einzige, wo das eine winzige Rolle spielt, ist, dass er in die Vergangenheit kommt und sich dann im ersten Moment wundert, weil er wieder Knochenklauen hat. Das ist der einzige Punkt. So, und das ist einfach so ein Schwachsinn. Warum mache ich einen Film, der die anderen zusammenführen soll, und führe sie dann nicht zusammen? Das ist doch das, was mich daran so aufregt. Ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt dem ganzen Ding hier kompletto widersprochen. Also einmal alles durchgegangen, was hier gesagt wurde.
Wie gesagt, also der Film, also ich habe auch andere Freunde, die sagen, der Film wäre gut gewesen, hätte sie gut unterhalten. Es ist immer eine Frage, mit welchem Anspruch ich da reingehe. Wenn ich da hingehe und erwarte einfach eine völlig alternative Realität, die nichts mit den anderen Filmen zu tun hat und einfach nur ein anderer Film ist, dann kann ich mich schon über viel weniger aufregen. Dann sind noch ein paar Dinge, die fragwürdig sind, aber das erledigt schon viele der Probleme. Und dann kann ich mich auch schon viel mehr mit dem Film anfreunden. Aber wenn ich da hingehe und wie ich erwarte, dass ich einen Film sehen werde, der die kompletten anderen Filme, es sind ja 6, die 6 anderen Filme, deren lose Enden nimmt und die zusammenknotet, was definitiv machbar gewesen wäre, ohne diese Geschichte zu kippen, ja, dann erwarte ich auch sowas und nicht diese Scheiße, die nicht zusammenpasst. Weil, also du kannst echt nicht behaupten, dass der Kram mit den anderen Filmen zusammenpasst. Das geht beim besten Willen nicht. Und sich da hanebüchen Erklärungen zu suchen, wie ja, dies wird nicht erklärt und das wird nicht erklärt, aber man könnte sich ja ausdenken, dass ein Internetvirus das Gehirn von Sabretooth befallen hat und der dann am 2. Mai 1983 während eines Gewitters die Oma von Quicksilvers Neffen umgebracht hat. Und deswegen ist Hank Blau Schwachsinn. Bis dahin, gehabt euch wohl.